Sehr verehrter Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren Kollegen! In dieser Debatte geht es um einen Antrag der CSU, den Härtefallfonds zur Abmilderung der Energiepreise schnell umzusetzen. Es ist ja schon bemerkenswert, dass die Regierungsfraktionen sich gezwungen sehen, die Regierung Söder auffordern zu müssen, dass er die Hilfen für die Bevölkerung zügig umsetzt. Wir teilen natürlich die Befürchtung, dass einem Herrn Söder die Belange der Bevölkerung ziemlich egal sind. Allerdings sehen wir uns deswegen nicht in der Pflicht, hier der Regierung einen Blankoscheck auszustellen und schon gar nicht einer Regierung Söder, welche nicht ohne Grund sich mit mehreren Klagen der AfD auseinandersetzen muss, da sie Steuergelder verfassungswidrig verschwendet oder die Verwendung von Steuergeldern der Kontrolle des obersten Rechnungshofs entziehen will. Laut Antrag soll der Härtefallfonds im Rahmen des Notbewilligungsrechts bereits vor der Verkündung des Haushaltsplans auf den Weg gebracht werden. Ja, der Härtefallfonds ist bereits auf dem Weg, aber mit reichlich von der Regierung verschuldeter Verspätung. Und da muss ich auch noch mal einhaken. Ja? Es waren wir von der AfD-Fraktion, die als Erste schon bereits vor der Sommerpause es moniert haben und auch das Problem gesehen haben, dass wir einen Nachtragshaushalt dringend benötigen, um diese Probleme hier im Winter in den Griff zu bekommen. Also brauchen Sie uns jetzt nicht mit Notbewilligungsrecht zu kommen. Und jetzt steht noch nicht einmal fest, unter welchen Voraussetzungen die Hilfen bewilligt werden sollen oder wer überhaupt in den Genuss der Hilfen kommen soll. Wobei, ein Nutzen dieser steht schon fest. Ein Wirtschaftsunternehmen soll für bis zu 50 Millionen Euro die Internetplattform erstellen und die dort eingereichten Anträge bearbeiten. Die allesamt so internetaffinen Rentner werden es Ihnen danken, wenn Sie mit klammen Fingern die Anträge online ausfüllen dürfen. Schon aus diesen wenigen Informationsbröckchen, die uns bisher vorliegen, besteht schon jetzt wenig Hoffnung, dass dieser Fonds großen Nutzen für die Bevölkerung haben wird. Das kennen wir ja schon leidvoll von dem sinnlosen Bayernfonds, ein Fonds mit gigantischen Volumen ohne nennenswerten Nutzen für das Volk. Wir lehnen daher den Antrag ab, da ein Konzept nicht mal in Grundzügen vorliegt, geschweige denn zielgruppengerecht konzipiert sein wird und nur wieder ein großartiges Geschäft für ein privates Wirtschaftsunternehmen darstellt. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass sämtliche Corona-Beschränkungen aufgehoben werden müssen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.